Jojo, meine Damen und Herren, und wir sind heute da mit einem neuen Squad-Bild. Denkt euch bestimmt, was geht denn hier los, ne? Was ist hier los? Mir hat das Team so doll nicht gefallen, dass ich gesagt habe, es ist mir egal, ich mache jetzt ein neues Team, weil es so schlecht war. Ich habe alles Spiel verkauft und mir ein spanisches Team gemacht. Also fangen wir mal gleich im Tor an. Und da haben wir, was ist denn los? Was los? Alles crazy? Spanien, so. Haben wir den guten Spanier, De Gea, den habe ich mir nicht sehr gut ausgesucht, weil der hat einen toten Link mit einem der Innenverteidiger, damit hat er nur 9 Chemie, was mich ein bisschen stresst, aber was soll's. Fangen wir mit dem ersten Innenverteidiger an, das ist der gute Puyol von Barcelona, kostet momentan nicht sehr viel, bei 4.800 und hat dafür sehr gute Werte im Kopfball. Und in der Defensive, De Gea habe ich so direkt weggedrückt, das ist nicht gut. De Gea hat man für billige 2.200 bekommen. Dann neben ihn haben wir den Portugiesen aus Portugal. Könnt ihr euch bestimmt schon denken, wer das ist. Der gute Pepe, und der hat halt einen toten Link mit De Gea und so. Und hat De Gea nur, der hat 9 Chemie. Wieso hat denn der jetzt 9 Chemie? Der hatte eben noch 7. Der hat Pepe 7, genau. Pepe hat 7. Ich laber gerade nur Scheiße. Der Rechtsverteidiger aus Spanien, ihr seht gleich noch, was ich meinte, ich hatte da erst einen Portugiesen, aber der hat halt einen toten Link mit dem Rechtsmittelfeldspieler, deswegen habe ich mir dann Lora geholt, halt ein bisschen schnelleren. Und hier müssen wir jetzt die zwei müssen wir so machen und dann so. So, und somit hat jetzt Pepe nur so wenig Chemie. Auf jeden Fall, ich laber gerade so viel. Lora haben wir halt für 650 geholt, hat aber 87 Pace. Damit haben wir dann ein bisschen schnellen gegen diese schnellen Winger. Das ist ganz gut. Im zentralen Mittelfeld haben wir wie ein anderes als Xabi Alonso. Den musste ich mir da holen. Kommt für billige 7.100 zum Verein. Er hat immer noch nur 7 Chemie, also das regt mich auf. Auf jeden Fall gehen wir ins zentral offensive Mittelfeld. Da haben wir einen aus der Barclays Premier League. Da könnt ihr euch bestimmt schon denken, wer das ist. Santi Cazorla. Hatte auch Juan Mata aus dem Barclays Premier League Team, aber der hat mir halt so doll nicht gefallen. Ich habe den so doll gehasst, dass ich mir gesagt habe, egal, ich hole mir Cazorla. Und der hat halt 2.800 gekostet, hat dafür aber 5 Sterne schwacher Fuß, 4 Bezahlbewegung, also richtig stark. Und vorne haben wir nicht aus der Barclays Premier League, aber den guten Soldado. Ich hatte nicht mehr genug Coins für Torres und Soldado hatte einen guten Schuss mit 81. Dann dachte ich mir, hole ich mir den einfach. So, dann gehen wir zum linken Mittelfeld, wo wir einen Silberspieler haben. Auf den Außen wollte ich nicht so Mainstream sein und mir Villa kauf. Also habe ich mir Juan Carlos geholt, kommt für 7.850, 88 Pace, damit können wir ein bisschen über die Flügel Druck machen. Und jetzt kommen wir zu dem Infonks, fangen wir mit dem Linksverteidiger an. Da haben wir Monreal von Malaga, jetzt hat der aber, er hat immer noch 7 Chemie, das gibt's doch nicht. Ist egal, dann hat der halt nur, jetzt hat der 9 Chemie. Wer hat denn jetzt 7? Niemand hat 7, doch, der hat 6. Egal. Also haben wir hier Monreal, der kommt für 15.000, hat aber 83 Pace. Generell sehr gute Werte, auf den bin ich sehr gespannt. Im zentralen offensiven Mittelfeld haben wir noch den guten Verdu. Sehen wir hier nochmal, richtig starker Spieler. Und alle Werte über 70, ja, 70 Tempo, 84 Schuss. Und ist halt, glaube ich, ein richtig guter Vorlagengeber, also von den Reviews, die ich gelesen habe. Deswegen bin ich sehr gespannt auf den. Und im rechten Mittelfeld haben wir dann aus Spanien Sumetra, den silbernen, in Form mit 89 Pace und 74 Dribbling. Hat 12.500 gekostet und somit sollte der, ja, da haben wir hier jetzt auch ein bisschen bessere Chemiewerte dann, glaube ich. Auf jeden Fall sind wir damit nur mit 97 Chemie, weil der hier hinten nicht voll hat. So, und ich habe mich entschieden, jetzt hier nicht ein Review zu machen. Ich zeige euch jetzt einfach alle Tore, die ich mit dem Team gemacht habe. Und ich habe nur drei Spiele gespielt, weil das Team mir nicht gefällt. So einfach ist es. Ich hatte bis jetzt mit noch keinem Team, das ich gebaut habe. Weder das Bundesliga-Team, weder das zweite Bundesliga-Team, weder das BBWA-Team. Hatte ich bis jetzt noch nie dieses Feeling, wo ich mir gedacht habe, Alter, ist das ein geiles Team, ne? So wie diese Serie A-Team, das wir ganz am Anfang von der Road to Glory hatten. Das war einfach krank mit Inform, Montolivo, Ibarbo, Pato, Rubinho. Das war so ein geiles Team, damit haben wir halt nie ein Spiel verloren. Und so ein Feeling hatte ich nicht. Und das war eigentlich so ein Feeling, das ich hier erzielen wollte mit diesem Team. Und deswegen war ich dann ein bisschen, ja,
abgepisst und deswegen habe ich jetzt halt nur so zwei Spiele, glaube ich, gemacht und oder drei, ich weiß gar nicht. Die sieht ja jetzt auf jeden Fall hier ein paar Tore. Es wird jetzt nichts in der Zukunft dann einfach weitergehen mit der Road to Glory und ich habe mir dann gedacht, egal, dann packen wir unser Geld, das wir in Zukunft kriegen, einfach in das Serie A Team. Ich meine, die haben ja auch Serie A, ins Barclays Premier League Team, weil die haben ja auch ein paar richtig starke Informs. Jetzt nicht irgendwie Inform Ball Kit, der kostet aber eh zu viel, aber irgendwie so einen richtig hässlichen Spieler, aber dann schon halt so qualitativ gute Spieler. Dann schauen wir mal, wie das alles verläuft. Also, wie gesagt, seht ihr jetzt im Hintergrund hier die Tore, die ich mit dem Team gemacht habe, mit den Spielen, die ich gespielt habe. Ich habe irgendwie zwei Spiele unentschieden gespielt und eins verloren. Also, es ist wirklich nicht das stärkste Team, das ich hier hatte. Eine solche schöne Torkombination hatte ich. Juan Carlos, dieser Links-Mittelfeldspieler, der Silberne, ist richtig stark. Kann ich euch nur empfehlen, kostet relativ wenig. Cazorla war auch Hammer, also der spielt wirklich gut. Viel besser als Juan Mata, meiner Meinung nach. Also auch ein Typ, den wir wahrscheinlich jetzt in der Road to Glory benutzen werden. Als Backup für Dembele. Also macht euch darauf gefasst. Road to Glory geht jetzt natürlich nach diesem Serie-Build. Das hat ja alles jetzt ein bisschen gefailt mit meiner ganzen Scheiße. Auf jeden Fall geht das normal weiter. Hier dann Monreal mit ein bisschen Skills. Juan Carlos faked auch noch einen aus. Bringt die Flanke und dann ist da Cazorla und netzt den rein. Sehr schönes Tor da. Hat mir sehr gefallen, die Zusammenarbeit von Montreal und dem guten Juan Carlos. Auf jeden Fall ist das jetzt auch schon das vorletzte Tor, bevor wir dann dieses Video beenden. Und dann sehen wir uns dann in der nächsten Road to Glory Episode, wo es dann ganz normal weitergeht mit den alltäglichen Spielen. Werder Bremen Karrieremodus fängt jetzt bald die Spiele an, also macht euch auch darauf gefasst, meine Damen und Herren. Also das waren die Tore. Jetzt haben wir hier nochmal eins, das lasse ich euch nochmal angucken. Ich bin aber jetzt weg. Wir sehen uns nächstes Mal. Bis denn und tschüss.